Mit dem Überarbeiten ist es wie mit dem Schreiben. Es gibt so viele Arten und Vorlieben, wie es Schreibende gibt. Manche überarbeiten ihre Texte kontinuierlich während des Schreibens. Andere nutzen die Überarbeitung eines Textteils, den sie gestern geschrieben haben, um heute wieder ins Schreiben hineinzukommen. Und wieder andere schreiben vielleicht erst eine gesamte Rohtextfassung und überarbeiten dann den gesamten Text in einem durch. Sie sehen so, dass die Phasen des Rohtextschreibens und des Überarbeitens mal mehr, mal weniger miteinander verknüpft sind, manchmal vielleicht sogar ident sind oder zumindest gleichzeitig ablaufen. Doch es gibt dennoch Grundlegendes, was Sie beim Überarbeiten wissen sollten. Erstens, einen Text kann man auf verschiedenen Ebenen überarbeiten. Auf der inhaltlichen Ebene, auf der strukturellen Ebene, auf der sprachlichen bzw. stilistischen Ebene und auf der formalen Ebene. Auf der inhaltlichen Ebene schauen Sie sich an, ob der Text das aussagt, was er aussagen soll. Stimmt die Kernaussage? Ist alles logisch? Sind eh keine Lücken in der Argumentation? Ist alles verständlich? Auf der strukturellen Ebene befassen Sie sich mit dem Aufbau Ihres Textes. Sind alle Absätze gut strukturiert? Sind die Absätze in einer guten Reihenfolge? Gehen die Kapitel logisch ineinander über? Brauchen Sie vielleicht irgendwo kurze Übergangstexte? Auf der sprachlichen bzw. stilistischen Ebene befassen Sie sich mit der Satzlänge beispielsweise. Und Sie schauen, ob Sie auch durchgehende Formulierungen verwenden. Fachwörter, die Sie einmal eingeführt haben, sollten Sie am besten im ganzen Text beibehalten. Auf der formalen Ebene achten Sie auf Layout und Einheitlichkeit. Sie achten, dass Sie einheitlich zitieren und auch darauf, dass die Schriftgröße und Zeilenabstand den formalen Anforderungen entsprechen. Das zweite Grundlegende, was Sie zum Überarbeiten merken sollten, ist, dass Sie in einer bestimmten Reihenfolge vorgehen. So sollten Sie den Inhalt vor dem Strukturellen überarbeiten, dann erst die Sprache und dann erst das Formale. Warum? Nun, jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie haben einen Absatz zu einem bestimmten Aspekt Ihres Themas geschrieben und machen sich gleich auf die sprachliche Überarbeitung. Sie stecken nun sehr viel Zeit hinein, Sie streichen alle Füllwörter, die Sätze sind nicht zu lang, nicht zu kurz, sondern genau richtig. Und Rechtschreibung und Grammatik hat sogar die befreundete Germanistikstudentin überprüft. Sie investieren also relativ viel Zeit und dann schauen Sie sich erst den Inhalt an und Sie kommen drauf, naja, dieser Aspekt, der hat eigentlich so gar nichts mit meiner Fragestellung zu tun und eigentlich müsste ich ihn um die Hälfte kürzen, wenn nicht sogar streichen. So haben Sie quasi sehr viel investiert, umsonst. Sie sparen sich also sehr viel Zeit und auch Nerven, wenn Sie sich erst auf die sprachliche Überarbeitung stürzen, wenn Sie wirklich sehr zufrieden sind mit Inhalt und Struktur. Hand in Hand mit der Überarbeitung geht das Feedback. Schreiben ist ein diskursiver Prozess. Das heißt, man schreibt, um anderen etwas mitzuteilen. Das heißt, sich verständlich zu machen, ist ein zentrales Anliegen eigentlich aller Autoren, Autorinnen. Ob das gelungen ist, also ob man sich verständlich gemacht hat, lässt sich am besten überprüfen, indem man tatsächlich Leser und Leserinnen der Texte fragt, ob sie alles verstanden haben oder ob etwas fehlt, also dass man Feedback einfordert. Wenn Sie Feedback auf Ihre Texte bekommen und das auch einarbeiten, dann lernen Sie daraus zweierlei. Sie lernen auf der einen Seite, was Sie vielleicht noch besser machen können. Sie lernen auf der anderen Seite aber auch, was Sie schon gut können und werden sich so dessen bewusst. Dadurch können Sie es das nächste Mal auch wieder gut machen. Feedback kann man sich nicht nur auf schon fertige Texte holen. Sie können sich Feedback eigentlich auf alle Schreibprodukte einholen, die während des Schreibprozesses anfallen. Sei es Notizen, Mindmaps, Cluster, vielleicht auch Gliederungen, erste Rohtexte oder auch schon abgabefertige Texte. Genauso wie es beim Überarbeiten verschiedene Ebenen gibt, auf denen Sie überarbeiten können, können Sie auch gezielt Feedback auf diesen Ebenen einholen. Sie können beispielsweise Ihren Text punkto Inhalt befeedbacken lassen, auf die Struktur oder in puncto der Sprache und des Stils. Wenn Sie Feedback auf den Inhalt haben wollen, dann könnten Sie so etwas fragen wie, fehlt etwas, ist das Thema klar, ist eine Forschungsfrage vorhanden, ist alles verständlich?
Wenn Sie Feedback auf die Struktur haben wollen, so können Sie zum Beispiel fragen, ob der Text zusammenhängend ist, ob er nachvollziehbar ist, ob es überall Überhänge gibt oder ob vielleicht irgendwo ein Textteil oder ein Aspekt in der Luft hängt, also nicht so ganz zu den anderen dazu passt. Und sprachlich-stilistisch können Sie fragen, ob es vielleicht zu lange Sätze gibt, ob Sie irgendwo Stilbrüche haben, vielleicht unterschiedliche Zeiten verwenden und ob alle Fachbegriffe richtig definiert sind und auch durchgängig verwendet werden. Feedback ist ein zentrales Werkzeug zur Verbesserung der eigenen Schreibkompetenz. Holen Sie sich deswegen regelmäßig Feedback, beispielsweise von Ihren Mitstudierenden oder auch von Ihren Lehrpersonen. Und scheuen Sie auch nicht, wenn Sie gefragt werden, Feedback auf fremde Texte zu geben. Sie lernen dabei auch sehr viel über sich selbst als Schreibende oder als Schreibenden.